Wir haben gestern eine Inzidenz im Landkreis gehabt von 121,8. Das ist immer noch die höchste Inzidenz im gesamten Land, gesehen über alle 8 Gebietskörperschaften, die dort verglichen werden. Unser Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen hat die niedrigste mit 14,2. Ich will vielleicht auch an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir zumindest was die Todesfälle anbelangt, nicht der Spitzenreiter sind. Das ist eine für mich sehr traurige Statistik, die wir dort aufführen müssen. Wir sind sehr hoch mit 162 Todesfällen, aber an der Stelle führt diese Statistik leider Gottes der Landkreis Ludwigslust-Parchim an mit 173 Verstorbenen an und mit Covid-19. Ich würde ganz gerne dann auf die nächste Folie gehen. Aus diesem Bild heraus erkennt man nicht so richtig die Situation, dass eher die Landkreise in der Vergangenheit, die eine Landesaußengrenze hatten, dass die besonders betroffen waren von dieser Pandemie. Die nächste Folie ist eine Grafik, die in unserem Haus erstellt wurde. Und zwar haben wir hier mal uns angeschaut, wie die Entwicklung der Pandemie in unserem Landkreis war. Am Anfang des letzten Jahres, also 4.3. der erste Fall. Und dann sozusagen in der Folge, so Ende April hinein, hatten wir dann einige Fälle, die sogenannte erste Welle, die wir relativ gut gemeistert haben und sind dann eigentlich das ganze Jahr über mit einem sehr, sehr geringen Fallaufkommen unterwegs gewesen, sodass wir eigentlich vor den Ferien über eine ganze Zeit lang bei keiner Infektion waren. Das heißt, wir waren de facto Corona-frei. Mit den Herbstferien letzten Jahres, und das ist sozusagen der erste Schriftzug, der sozusagen ganz unten steht, Ende der Herbstferien am 9.10., steigen bei uns plötzlich die Fallzahlen. Das heißt, hier hatten wir einen Eintrag und wir gehen davon aus, dass das insbesondere damit zusammenhängt, dass unsere eigenen Bürger, die im Sommer kaum Urlaub gemacht haben, die Zeit der Herbstferien genutzt haben, um nochmal außer Land und Freunde zu besuchen, sich mit Verwandten zu aber eben doch Urlaub zu machen. Gleichzeitig scheint es so zu sein, und das zeigen nachher weitere Karten, dass wir dort auch einen Infektionsdruck von Osten bekommen haben. Aber zu den Grafiken komme ich gleich nochmal. Das möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Wir haben dann Lockerungen der Beschränkung für Reiserückkehrer gehabt. Das heißt für Berufstätige, für Deutsche aus deutschen Risikogebieten und anschließend für polnische Pendler am 24.10., was zu einem massiven Anstieg geführt hat bei uns. Und wir sehen dann, dass am 2.11. mit dem Shutdown sofort ein Abbruch des Anstieges, also die Dynamik voraus, eingetreten ist. Wir haben dann so eine Art Plateau ausgebildet und sind sozusagen auf konstantem Niveau weitergelaufen bis Anfang Dezember. Dann hat es eine doch erhebliche Dynamik gegeben bis zum 16.12., bis zum Shutdown, den verschärften Shutdown kurz vor Weihnachten, wo dann auch die Schüler nicht mehr in den Schulen waren. Und wir dann sozusagen auch deutlich die Wirtschaft runtergefahren haben. Und man sieht, dass dann bei uns die Infektionszahlen sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Die Umkehr kam dann im Januar. Die Umkehr kam im Januar und man sieht dann dort den dynamischen Anstieg gerade in den ersten Tagen des Januars. Und wir haben dann mit den weiteren Verschärfungen am 11.01. Gut erkennbar wieder einen Rückgang in Fallzahlen. Was hier nochmal ganz deutlich wird, ist, dass in den Ferien jeweils oder mit den Ferien jeweils eine extreme Dynamik eingetreten ist. Unsere Theorie dahinter ist, Freizeit schafft Infektion. Wenn die Menschen Zeit haben, dann treffen sie sich, dann begegnen sie sich, ob familiär, im Freundeskreis, wo auch immer. Und dann haben wir im Anschluss an die Ferien richtig Arbeit im Haus gehabt, im Gesundheitsamt. Und so gehe ich auch davon aus, dass nach diesen Winterferien, ich denke, in der nächsten Woche unsere Fallzahlen wieder steigen könnten. Vielleicht eine ganz aktuelle Zahl. Unsere Inzidenz ist heute tagesaktuell auf, ich meine, 111 gefallen. Also das heißt, auch heute sind wir wieder im Trend geblieben, mit fallender Inzidenz weiterhin unterwegs. Ich will aber deutlich sagen, dass jedes Mal, wenn Freizeit Ferien haben, steigt anschließend mit einem Versatz in der Regel von 10 bis 14 Tagen unsere Inzidenz. Wir haben dann viele, viele Fälle, die wir zu bearbeiten haben. Das ist etwas, was, glaube ich, sich hier sehr deutlich zeigt und was uns in gewisser Weise Sorge bereitet, auch für die nächsten Tage. Bitte die nächste Folie.
Das ist eine Karte vom gestrigen, nein, vom 24., also die bis zum 24.2., die Infektionen darstellt, das heißt die 7-Tage-Inzidenz. Wir sehen hier, dass wir insbesondere auf der Insel Usedom im Osten der Insel eine recht hohe Inzidenz haben. Usedom Süd 486 ist, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Zahl dort. Des Weiteren sehen wir rund um Anklam, die Stadt Anklam, aber eben also die Anklam-Land, Züssow und Lubmin ganz besonders stark betroffen und im Süden Pasewalk, das Amt Garandotal. Ist insgesamt das Fallgeschehen doch etwas wieder zurückgegangen. Und das wird die nächste Karte noch einmal deutlicher zeigen, wo wir unsere Karten mal in eine Reihe gesetzt haben. Und zwar angefangen vom Oktober 2020 bis zum Februar 2021. Und wir sehen hier, dass wir im Oktober 2020 die ersten verstärkten Infektionen direkt an der polnischen Grenze im Bereich von Ykarando hatten. Dort sieht man ganz klar, wie sich die Infektion dort ausbreitet und November schon fast gesamt Ykarando, das ehemalige Ykarando, erfasst hat und natürlich gerade rund um Ykermünde zu deutlich erhöhten Fallzahlen geführt hat und zu einer erhöhten Inzidenz. Das Gleiche sieht man für den Bereich des Ostens der Insel Usedom, also Heringsdorf, Amt Usedom Süd. Auch hier erkennt man sozusagen ganz klar den Bezug zur Grenze an dieser Stelle, wenn auch in dem Bereich Amt am Peenestrom, Amt Züssow, dort natürlich auch Infektionen vorgefallen sind. Aber trotzdem sieht man ganz klar den östlichen Teil unseres Landkreises massiv betroffen. Und im Dezember zeigt es sich, dass dann die Infektionslage noch mal schärfer werden. Gerade die ganze Südspitze hat noch mal da richtig an Infektionszahlen zugelegt. Also dort hat es deutlich gegeben. Ykarando ist komplett betroffen und Teile des ehemaligen Landkreises Ostvorpommern. Und wir sehen das auch noch mal im Januar, dass es sich fast komplett über den gesamten Ykarando-Bereich und dann über zwei Ämter, die bisher nicht so richtig stark betroffen waren, nämlich Jamtuto und Peenetahlöz, dass es die dann auch erreicht hat. Und die aktuelle Karte für den Februar zeigt eben den Inselosten, insbesondere das Amt Usedom Süd, die Hansestadt Anklam und eben Pasewalk beziehungsweise das Amt drumherum. Also das ist eine Karte, die durchaus deutlich macht, wo unsere Infektionslage stark ist. Auch in der Zeitreihe erkennt man, glaube ich, sehr gut, woher auch ein Teil der Infektionen kommen, denke ich. Denn eines ist klar, wir haben nach wie vor einen Verflechtungsraum mit Polen. Wir haben viele polnische Bürger, die bei uns arbeiten. Aber was viel, viel wichtiger ist als die polnischen Bürger, die bei uns arbeiten, das sind unsere eigenen Bürger, die nach wie vor nach Polen fahren, ob es nun die Zigaretten sind, ob es der Friseurbesuch ist, ob es das Tanken ist oder das Einkaufen. Es sind viele, viele Dienstleistungen, die auf der polnischen Seite in Anspruch genommen werden. Wie das auch immer passiert, Fakt ist, es ist ein Verflechtungsraum und das findet man hier auch in diesen Infektionszahlen wieder. Denn ich gehe davon aus, dass insbesondere auf der polnischen Seite die Infektionslage, zumindest was den Oktober, November und Dezember anbelangte, deutlich höher war als bei uns. Davon muss man ausgehen, wenn man sich auch die Zahlen in den Krankenhäusern, gerade in Grenznähe, also in Stettin, anschaut. Soweit vielleicht zu dieser Zeitreihe in den Karten. Damit würde ich in die nächste Folie mal eintauchen. Und zwar haben wir hier mal versucht, nach Alterskohorten zu sortieren. Das heißt, die durchschnittliche 7-Tage-Inzidenz in drei Altersgruppen bis 18-Jährige, unter 75-Jährige und sozusagen über 75-Jährige. Und so stellen wir fest, dass am Anfang die Älteren kaum betroffen hat. Also das waren nicht so sehr viele. Und man sieht dann, dass über November, Dezember auf einmal der Bereich der über 75-Jährigen deutlich herausragt. Gerade im Januar haben wir die Hochaltrigen als besonders stark betroffene Personengruppe gehabt. Das lag an den Pflegeeinrichtungen, das lag auch an den ambulanten Pflegediensten bei uns, wo wir viele, viele Fälle haben. Und man sieht, dass das im Februar schon deutlich zurückgegangen ist. Und wir schauen mal, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Wir sehen aber auch, dass mit der Schließung der Schulen im Dezember die Fallzahlen bei den Kindern zurückgegangen sind.
Aber jetzt mit Januar und Februar dann wieder steigende Zahlen da sind. Das heißt, selbst die Notbetreuung führt dazu, dass wir Infektionen in Schule und Kita haben. Und das ist ein Thema, wenn wir jetzt wieder auch sozusagen in der Perspektive in eine Öffnung der Schulen gehen, so gehen wir davon aus, dass wir dort natürlich mehr Fälle wiederfinden werden. Und das wird natürlich auch sehr viel Arbeit hier in der Kreisverwaltung machen, in der Kontaktnachverfolgung. Aber ganz klar noch einmal, das Hauptinfektionsgeschehen sind nicht unsere Einrichtungen an dieser Stelle, sondern wir haben ein flächendiffuses Infektionsgeschehen in der Bevölkerung. Und das heißt nach wie vor, alle Bürger müssen mitmachen und sich dran halten. Und eines hat sich auch gezeigt, bei vielen Infektionen ist es so gewesen, dass die Betroffenen hinterher gesagt haben, aber ich wollte doch nur ein einziges Mal meine Freundin besuchen. Und genau dieses eine einzige Mal war ausreichend. Denn man muss konsequent und stringent dabei bleiben, Kontakte reduzieren, vermeiden und keine Ausnahmen machen. Genau diese Ausnahmen sind es häufig, die zur Infektion führen. Also an dieser Stelle noch einmal ganz klar, die Hochaltrigen sind besonders stark betroffen gewesen in der 7-Tage-Inzidenz, gerade im Januar und Februar. Nächste Folie. Wir haben dann über die Frage der Einrichtung, die Tabelle hatte Frau Kaiser vorhin schon einmal vorgestellt, hatten wir berichtet, Infektionen wir in Einrichtungen hatten, aber eben auch an dieser Karte wollen wir noch einmal zeigen, wo sie sich im Landkreis verteilen. Und wir haben das mal sortiert nach Schule, nach Arbeit, nach Kita, Kliniken und Pflege. Und wir sehen, dass wir ganz besonders groß im Bereich der Pflege in Anklam und in Kliniken in Anklam und auf der Insel Usedom sind. Auf Usedom ist das Thema dabei, sind die Reha-Kliniken, die eine Rolle spielen, wo wir durchaus immer mal wieder einen Infektionsausbruch haben und die uns doch auch sehr viel Arbeit machen und sehr beschäftigen. Des Weiteren sehen wir, dass wir sehr verteilt die Kitas haben. Das ist so, also ganz besonders auch Greifswald, muss man da ganz klar sagen, ist davon betroffen mit vielen Einrichtungen. Das sind in der letzten Zeit häufig nur Einzelfälle gewesen. Also wir haben sehr wenige Häufungen gehabt in den Kitas und auch in den Schulen. Aber sie sind im Prinzip über den gesamten Landkreis verteilt, die Infektionen in den Kitas. Bei den Schulen, insbesondere in Greifswald, bei Kita und Schule muss man natürlich auch sagen, dass wir in Greifswald ich sag mal, die größte Stadt haben, wo natürlich entsprechend viele Menschen leben, viele, viele Kinder zur Schule und zur Kita gehen und da, dass da eine Häufung dann auch in gewisser Weise eintritt, ist grundsätzlich auch normal. Aber wir sehen eben, dass wir das Infektionsgeschehen über den Kreis verteilt haben, weitestgehend. Soweit vielleicht zu den betroffenen Einrichtungen im Februar, die wir dort als Fälle haben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen. Der Februarverlauf der täglichen Meldung zeigt einen ganz leichten Rückgang des Fallgeschehens. Die täglichen Fallzahlen bewegen sich aber immer noch auf einem viel zu hohen Niveau aus unserer Sicht. Das heißt, wir müssen dringend von diesen hohen Fallzahlen auch runter. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal eines klarstellen. Die Behauptung, dass bei einer Infektion über 50 oder einer 50er-Inzidenz eine Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich ist, die mag dann wohl stimmen, wenn man nicht genug Personal hat. Wir haben aber intensiv das Personal nachgeschoben, wenn die Fallzahlen angestiegen sind. Dazu wird Herr Wille nachher noch einiges zeigen. Und ich muss dazu ganz klar sagen, dass wir nach wie vor auf einem sehr kurzen Weg sind, dass wir die Infektionen sehr kurz ermitteln. Es gibt immer Ausnahmen. Das gibt unterschiedlichste Gründe, warum man nicht auf dem allerkürzesten Weg jemanden erreicht, warum manchmal auch eine Kontaktnachverfolgung 1, 2, 3 und 4 Tage dauert. Aber ganz grundsätzlich zeigen die hohen Zahlen, die wir haben, dass wir mit unseren Kollegen nach wie vor sehr dicht dran sind am Fallgeschehen und sehr kurzzeitig reagieren können. Das heißt, mit der Meldung vom Labor beginnt sofort die Kontaktierung des Betroffenen. Die Fälle bleiben bei uns nicht liegen. Wir hatten kurz nach Weihnachten einige Tage, wo wir extrem viele Fälle auf einmal bekommen haben, wo das Personal in der Kürze nicht an den Rechnern gesessen hat. Das muss ich so klar sagen, weil uns das selbst abgeholt hat und überrascht hat. Das ist aber lange passé und wir sind derzeit auf sehr kurzem Weg, die Fälle auch abzuarbeiten. In der Regel sind die Labormeldungen, die abends spät kommen, spätestens nächsten Mittag abgearbeitet. Das ist die Regel derzeit.
Und insofern sind wir momentan sehr dicht an dem Fallgeschehen draußen. Weiterhin zeigt sich, dass die Inzidenzwerte entsprechend hoch sind. Gerade die Regionen rund um Pasewalk-Uecker-Randow-Tal sind besonders betroffen jetzt im Februar. Des Weiteren ist die Stadt Anklam und Anklam-Land und ganz besonders auch der südliche Teil der Insel Usedom derzeit sehr hoch bei den Inzidenzwerten. Ich hatte das auf der Karte gezeigt. Aus meiner Sicht sind zusätzliche Regionen insgesamt dabei. Das ist gerade die Region Gützkow, Ducherow, also Anklamland Züssow sowie das Amt Lubmin stark betroffen. Das Amt Lubmin war bislang in der Pandemie kaum auffällig, hat eher immer geringe Inzidenzwerte gehabt, ist aber derzeit recht stark betroffen. Und in der ersten Februarhälfte war die Inzidenz bei Senioren im Zusammenhang mit Ausbrüchen in Pflegeheimen immer noch sehr hoch. Das geht aber leicht zurück und wir gehen auch davon aus, dass gerade hier auch die Impfungen der Pflegeeinrichtungen geholfen haben. Denn wir haben schon gemerkt, dass mit einigem Abstand nach der ersten Impfung die Symptome, die Krankheitssymptome bei Betroffenen nicht mehr so stark sind. Und grundsätzlich kann man wohl davon ausgehen, dass bei einer geringeren Symptomatik auch die Ansteckung etwas geringer ist. Das heißt, also das Risiko, sozusagen jemand anderen zu infizieren, ist geringer, wenn man nicht so starke Symptome hat. Und daher gehen wir davon aus, dass die Impfungen in zweierlei Hinsicht wirken. Zum einen bilden sich die Symptome nicht so stark aus bei den Betroffenen, sodass sie auch nicht ins Krankenhaus müssen oder eben medizinisch behandelt werden müssen aufgrund der Covid-Erkrankung. Und gleichzeitig ist die Weitergabe des Virus damit ein Stück weit gehemmt. Das ist ein Stück weit, was wir derzeit sehen und wie wir das auch ein Stück weit begründen. Des Weiteren sehen wir, dass in der Alterskohorte unter 18, also gerade bei Kita und bei Kindergartenkindern und Schülern, trotz Lockdown die Inzidenz nach wie vor recht hoch ist und stabil ist. Also das heißt, sogar noch steigt. Also das ist sozusagen eine Personengruppe, wo wir sehen, dass die Infektion läuft. Das Gute ist derzeit, dass sie selbst kaum schwer erkranken. Also wir sehen, dass dort die Kinder und Jugendlichen keine schwere Symptomatik ausbilden, sodass das eigentlich ein gutes Zeichen ist an dieser Stelle. Aber gleichzeitig sind die Infektionen da und sie gehören natürlich zu Familien, wo es auch Eltern, Urgroßeltern gibt. Und das ist durchaus etwas, wo es dann auch die Hochbetagten erreichen kann und wo man natürlich vorsichtig sein muss. In den übrigen Altersgruppen ist die so durchschnittliche 7-Tage-Inzidenz im Oktober und Januar stetig gestiegen. Wir sehen, dass das im Februar etwa auf gleichem Niveau geblieben ist. Das heißt, wir haben hier eine gleichmäßige Höhe. Da bildet sich scheinbar ein Plateau aus. Weiterhin dominieren im Fallaufkommen bei Einrichtungen einige ganz bestimmte. Und das ist sozusagen etwas, was uns schon be bewegt. Und ja, das ist spannend, auch nochmal zu schauen, wie sich das im privaten Bereich künftig weiterentwickelt, weil das Fallaufkommen dort ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Ereignisse, die wir in Einrichtungen haben, zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, können sich stark auf die lokale Inzidenz auswirken, weil da dran nämlich auch Familienangehörige, Freunde, Verwandte hängen. Also das heißt, dass sozusagen über eine Einrichtung beziehungsweise über die Verflechtung sozusagen in der Gesellschaft auch immer wieder so hohe überörtliche Ausbreitungen erfolgen können. Und gerade auch die Pendelverflechtungen spielen dabei eine Rolle, dass das sozusagen auch über durchaus weite Strecken transportiert werden kann. Das ist etwas, wo wir nach wie vor sehr intensiv dran sind, wenn es auch zunehmend schwieriger wird, bei den Bürgern die vollen Kontaktketten zu ermitteln. In dem Sinne, dass sie auch nicht mehr bereit sind, alles auf den Tisch zu legen, mit wem sie sich getroffen haben. Und was man auch noch feststellen kann, ist, dass es im Februar erneut im Zusammenhang mit Pflege die höchsten einrichtungsbezogenen Fallaufkommen gab. Das war insbesondere in Ueckermünde so, aber eben auch in Anklam. In vielen Fällen konnte aber eine stärkere Ausbreitung vermieden werden. Dabei sind 123 Fälle auf 26 Einrichtungen verteilt gewesen und die positiven
Da gab es eben den positiven mit dem direkten Ereignisbezug, die wir dann ermitteln konnten. Daneben gab es 50 positive Fälle in Kliniken. Das ist schon ganz erheblich. Gerade in Anklam, in Karlsburg aktuell haben wir doch durchaus noch Infektionsgeschehen, das uns schon seit einiger Zeit begleitet. 10 Einrichtungen waren betroffen. Eine relativ zur Zahl der betroffenen Einrichtungen zeigt sich hier ein deutlich höheres Fallaufkommen als zum Beispiel in Kitas. Also wir haben in den Kliniken deutlich mehr Infektionen als in den Kitas. Wir haben zwar über den Kreis verteilt die Kitas, aber immer nur mit Einzelfällen derzeit, was in den Kliniken und auch gerade in den Pflegeeinrichtungen aber in der Regel dann nicht so ist, sondern hatte man sofort große Personengruppen, was sicherlich auch an der Arbeit liegt, an der Art der Arbeit, dass man eben in Kontakt tritt, dass man sehr nah dran ist. Die Pflege ist eben die braucht Kontakt, das ist einfach normal und dadurch ergibt sich auch nochmal eine andere Situation, ein anderer Umstand, warum diese Fallgeschehen so dann um sich greifen.